So rough. Du nimmst auf, was wir sagen? Ja. Was ich nicht davon beeinflussen lassen, glaube ich. Eigentlich sollte man das ignorieren, dass das da ist. Ja, das macht, weil man macht das doch. Bei mir ist das alles, was... Ich bin kein sehr großer Freund der Virtuality. Letztendlich das immer wiederholen. Weil aber jetzt schreibt nicht immer jemand mit. Ne? Früher hat man immer einen Schreiber gehabt oder so. Ja. Mitgeschrieben. Das ist schon richtig. Was sinnvoll besprochen wird. Ja, es geht ja darum. Das ne? muss man so machen, dass man irgendwann darüber gar nicht redet und unvoreingenommen. Das passiert ja auch. Das ist ja diese Art des glaube ich, Bewusstseins, wovon Micha spricht, dass man gar keine Wörter mehr braucht. Und man versteht es. Ja, das ist aber warum? Eine Selbstverständlichkeit an den Tag legen, wo es nicht so viel um Bitte und Danke geht und diese unnützen Wörter. Ja, natürlich, weil die in der Paare sind, natürlich, das ist klar. Du schreibst ganz dick, ein Aristokrat, als äußere Zeichnung. Als äußere Zeichnung. Der Merkmal eines Aristokraten, so kommunizieren das auf jeden Fall die Leute hier, sicher von der Antike, ist die Haltung. Ein Aristokrat lehnt sich nie an, sondern sitzt mit geradem Rücken. Haltung. Ja, bitte. Okay, Silber. Es ist wunderschön hier, dieser Platz. Draußen zu sein. Hier mal ein paar verschiedene. Ich schreibe ich mal so, mal so. Wenn solche Begegnungen so fruchten sollten, das wäre sinnvoll. Wie gesagt, es ist sicher, tut der Sache keinen Abbruch, dass, wenn es auch Ferien sein sollte, oder erzählt sein Ding, sicher. Aber es ist gut, wenn wir wissen, wovon wir reden. Ich denke, das ist so eine Form übrigens auch der Aristokratie. Goethe beschreibt das so. Insofern, schreibt er, haben wir Recht, nennt er das. Insofern haben wir Recht zu sprechen, insoweit wir mitfühlen. Das ist wunderbar. Wunderbar. Mittleres Werk. Dichtung und Wahrheit heißt es. 50 ist der. 50 ist der, der ist gut, der ist richtig, richtig gut dann in dieser Zeit. Damit wir, verstehst du, was ich meine? Wenn wir was einbringen und das schon da war, das ist gut. Du musst mit offener, du musst wissen, mit wem du redest. Verstehst du? Ja, super. Cool. Das. Hallo. Hi. 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 Ja, geht so wie immer. Geh wieder rein. Wir können mal kurz Hallo sagen. Ja, das ist nett. Komm gleich wieder. Ja, ist doch gut, Junge. Ich habe es jetzt mal so geschrieben. Wir haben das Recht mitzusprechen, wenn wir es eben so fühlen. Das okay, kann ich auch sagen, kann man machen. Kürzer. Das ist 60. 60. Ja. Zu wissen natürlich, dass auch eine Form in einer Goethe darüber hat auch fasziniert. Natürlich ist der Inhalt, aber die Form und der Inhalt habe ich drunter mal notiert, musste identisch bleiben, verstehst du so? Und Ornament hat so ein Typ mal geschrieben, auch eine Germanin, fantastisch, eines der besten Architekten, die vielleicht eher gewirkt haben. Da gab es natürlich so klangvolle Namen, Miss van der Rohe, das ganze Bauhaus danach,
der war davor. Adolf Loos heißt der Mann. Adolf Loos. Und Mann, wenn du das richtig erfasst, mein Gott, das ist so viel zu sagen, das ist es ja, es mangelt. Es mangelt allen halten. Und wie sollte man den Ingenieur anders erzählen? Mit deinem Platz, das greift übrigens auch so ein Architekt, der heißt so ein jüdischer, russischer New Yorker. So, der aus Russland, schlammende Jüde, so. Louis Kahn, hast du was davon gehört? Louis Kahn, so ein kleiner Mann war das. Für mich eins er hat das mit dem Platz verstanden. Louis Kahn mit C-A-N? C-A-N oder K-A-N? K mit K, nicht C. K-A-H-N vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute ja. So wie ich Louis Kahn, wie Oliver Kahn. Ja. Und der hat wenig gebaut. Und spät, mit 50. Er war mit dem Licht, das war sein Ding. Und mit Architektur muss eine, sagte er, deine Intention jetzt, eine Mittelpunkt haben. Wo sind denn die Philosophen, Mann? Wo sind die? In die Agora sind die gegangen, da wo das Leben stattfand. In der Mitte, meinetwegen. Da war auch ein Stock, wenn du willst. Ja. Aber die haben keinen Stock, die haben eine Säule gleich gemacht. Ein Feuer. Ein Stock oder ein Feuer. Eine Säule kannst du auch machen. Das ist, ja. Du kannst auf die Säule das olympische Feuer da. Das ist alles nicht verkehrt, das Ding an sich. Zivilisation ist nicht das Problem. Das Problem ist die Umsetzung des Konzeptes. Das ist natürlich absolut, ich verstehe auch diese Schönheit. Das ist, ich war vorgestern, war ich da auf die andere Rheinseite. Hör mal, nee, das kann ich dir nicht erzählt haben, weil ich habe dich ja nicht gesehen danach. Wir haben uns gesehen hier vor einer Woche, oder? Ja. Ist das so? Da war ich da rüber. Das ist zwischen der Südbrücke und der Rodenkirchener Brücke. Ja. Kennst du dich ein bisschen aus? Ja. Und das ist ein offener Platz. Jetzt ist so ein Zelt. Am nächsten haben die das letzte Theater, kennst du das? Das ist unser hier vom Waller, der Platz, den wir uns angeguckt haben. Ah, echt? Super! Die haben Mucke gemacht. Musik aus den 20er. Heaven, Amen, super, Feuer. Theodor Heuss-Allee. Alfred Schütte. Schütte, ja, genau. Oder Schütte weg ist Schütteplatz. Ja. Da kann man jetzt, ja. Ruhig. Durchatmen. Bis zu vier erzählen. Die Chakras öffnen, die haben alle einen Knall, sag ich mal. Wir müssen jetzt leben, alle. Und das ist wie deine Mode. Und ich sehe wieder die Fälle schwimmen. Ich als vorsichtiger, maßvoller Elene. Und das kann man viel ziehen. Eine Glücksfall. Wir Sachsen, Thüringer, Nordrhein-Westfalen, Bayern, sagte der Plinius, Die Franken. Plinius, pass auf. Plinius war ja so ein Senator in Rom. Mhm. Und Köln war von Römern besetzt. Und sagte Cäsar, Plinius, bitte unternehme eine Reise. Bleibe eine Weile da oben in Germanien und erzähl mir, was das endlich genau ist. Weil das war ja, weil die waren Rock'n'Roll-Mann, das waren gute Leute. Alle Völker sind gut, wenn die undenaturiert sind. Versteht man das? Das hat man gemacht. Man hat außerdem, wir sind jetzt nicht gut. Eine Elendig sind wir, ein Problem für die Welt geworden. Und dann gehen wir, wie schick wir geworden sind. Wir gehen ja in London shoppen. Und wir gehen in Barcelona Kaffee trinken. Für ein Wochenende. Weißt du, wie viele Leute dort waren? Die nach Mallorca. Aber ich will mich da nicht erschöpfen. Das ist so belanglos, Mann. Ja. Wie machen wir das besser? Das ist. Und wir meinen, mach das gleich gescheit. Gescheit, sagte mir die Christian. Dann mach das gleich gescheit. Verstehst du so? Nicht kurz daneben, sondern gleich, so richtig. Und das ist wie Erzählung in Stories. Du kannst bei dir anfangen. Das ist the basic. Und das ist es, was wir, das ist maßgeschneidert. Wir haben sicher einiges, den Leuten hier mitzugeben. Mann. Und da beginnt das. Alles andere ist ideologisch ein Gequatsche. Eigentlich die Philosophie der Engel Weste. Und das ist das Neue, was wir sagen. Wir
sprechen nicht über Aristoteles oder Plato oder so. Wir sind keine Aufzähler von irgendwas, sondern eine echte Verbesserung im Leben. Und das ist es. Und das greifen immer mehr. Das geht auf. Das ist super. Den Koffer, jetzt diese Schule, das blühte auf alles. Nur wenig natürlich. Kleine. Und warum? Und dann, das ist, was ich dir sage. Es gibt so gute Leute. Nur einer macht da, wir sind da und verpufft. Da muss man so sehen, genau, was richtig authentisch und was vielleicht die Chance hat zu überleben. Verstehst du? Dann kann was wachsen und gedeihen und so. Genau. Und das ist, warum ich Goethe so liebe. Und Goethe ist so gescheitert. Der hat mich sehr zum Melange. Ich floss da auch eine Menge. Der alte Goethe ist ja da. Voll. Der Lustling. Ja. Wunderbar. Schon eine Schweinehund. Bis Mittag hatte ich immer 2 Flaschen Induswein. 6 Tauben. Ja. Das ist schon krass, ne? Ja. Dass wir trunken wollen und Wegelagerer zum Opfer gefallen sind. Das nicht, deren Philosophie. Nein, trunken wollte, waren die Leute noch mehr. Ja, die Germanen haben immer viel getrunken, das Zeugs, was sie selber gemacht haben. Und das Johannes hat auf dem Markt gekackt. Aber nicht getrunken, pass auf, das sind 2. Wieso habe ich ein Feuerdefizit, scheint mir. Ja, irgendwie die ganze Zeit ist Feueralarm. Feueralarm. Kannst du ein bisschen Sächsisch sprechen? Wenn du dich Mühe geben würdest. Wenn ich mich in der Region aufhalte, geht das? Und wenn geht das? Weil du hast gar keine Akzent. Gar keine. Überhaupt nichts. Aber ich krieg das schon auch noch so manchmal hin. Weil ich finde das gut, die Abfärbungen in die Sprachen. Wenn so eine Kölsche, dann verstehe ich das ja. Und die Sachsen, wenn die das Sächsische, wenn das so richtig leicht durchschimmert, das ist super. Ne, das meine, bist du. Ja, ich habe keine Lust. Okay. Weil das bimmelt. Sagte Karl Lagerfeld, ich bin doch nicht die Concierge. Von mir bis da kein umfassender. So, aber. Hatte seine Ästhetik. Ja. Weißt du, das ist was, meine Trauer. Ich erwarte ja keine Grandezza. Ich erwarte keine Grandezza. Der Renaissance ist undenkbar hier. So wie Falco. Aber fesch. Mutig sind wir nicht, aber fesch. Warte, was sind wir Wiener? Ja, mutig sind wir nicht, aber fesch. Ich liebe diesen Satz. Ja, der ist gut. Der ist gut, ja. So was findet. Ja, gestern war der Tag der Deutschen Einheit. Ne? Ach ja? Ja. Schön, dass ich euch alle kennenlernen durfte. Durch dieses Geschehen in der Geschichte. Siehst du? Ja. Und du kannst ja nicht Einheit feiern als eine separate Entität auf einer Welt. Ja, das ist richtig. Mein Gott, siehst du, ich umgebe mich komplett nur mit paradoxen Leuten und dann nehme ich noch teil in die Diskussion. Glaubst du, die Orthodoxen sind die nicht paradoxen? Kontaminiert ist das alles. Verstehst? Das Problem ist, drum habe ich gesagt, wir brauchen ein paar Konzepte, die tatsächlich uns. Und da bei uns, nicht selber, nicht und nicht irgendwie die Welt mal und so weiter, sondern dich selber. Die Güte, Buddhisten, die Güte, schreibt Epikur, die machst du ja nicht für den anderen, sondern für dich selber. Weil wenn du in einem gütigen Zustand bist, der Typ, der das meiste davon hat, das bist du. Und das ist was Nietzsche aufgreift, weil er kann ihn gut. Und sagt er zu den Christen, schreibt er, Heuchler, ihr habt dann die nächste Liebe erfunden, weil ihr zu feige seid, mit euch selber auszuharren. Mit euch selber auszuharren. Und da habt ihr die nächste Liebe. Ich aber bringe ich die ganze Liebe mir. Und wenn ich so gestärkt bin, dann bringe ich mich selbst komplett zu meiner Nächsten. Das ist Luft, wo ich atme. Mann, das ist es. Das sind Dinge, die lauern nicht, wir machen und das rutscht und das wird und die Welt und wird, gibt's nicht.
ist oder gibt nicht. Das ist, und da wird man spekulativ, aber man denkt, es ist cooler, spekulativ, hält man sich für ein Genie mit und dabei leer ein paar Zusammenhänge, die mühselig ist. Aus dem Jetzt schöpfen, alles gestalten. Das ist übrigens ein gutes Motto. Aus dem Jetzt, von mir, jetzt. Ich mag die an. Super. Das ist wirklich gut. Bestimmt von da ist das auch so. Es gab einen Typ, mit der Romantik bin ich nicht sehr befreundet. Aber da gab es so geile Typen. Novalis. Der ist eine Germane in seiner Vollendung. So. Der ist am nähersten so diese. Das wollten die ja sein, verstehst du, die mit der Renaissance und so weiter. Der Ingenieur übrigens auch. So kann ich mir vorstellen, als, wie nennt man das, Morphe, so als Erscheinung nennt man das hier. Der Novalis. Ja, Novalis. Pass auf, das Gegenteil von den Engländern, da finde ich mal, pass auf. Die Engländer galten ja, Goethe macht viele Stiche, als Utilitaristen. Das waren diese Typen auch in die philosophische Richtung. David Hume war der Einzige, der anfing, Witze zu machen dann, ja. Genau. Utilitaristen heißt, ich gebe dir, verstehst du, sicher hat mit der Zeit auch zu tun und so, warum man sich prägt. Stock im Arsch, die Engländer. Ja, so, mal so 1760, 70, 80, 90, mehr zu Ende gehen. So, weil die Typen, die anderen hier, diese Nomaden, diese Monadentypen und so, da taucht doch gar kein Cent, der Typ. Die haben nicht aufgeklärt. Goethe fing das tatsächlich an. So geht das. So, und und die Deutschen dann, und Novalis, als Kulmination. Da hat er geschrieben, ich kann dir vielleicht zwei Sätze davon geben, von seiner Gedankengut. Schrieb er, wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Wesen aller Kreaturen. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Wesen aller Kreaturen. Wenn wir nicht alles katalogisieren. Und wie teuer das ist. Verstehst du das? Warum? Wenn nicht mehr Zahlen. Wenn wir anfangen, nicht nur in Zahlen alles. Wie viel wert ist das denn? Verstehst du? Wenn nicht mehr Zahlen. Und Figuren habe ich gesagt. Gegenstände. Ne? Sind Wesen alle Kreaturen. Wenn wir alle Kreaturen, wenn wir die als Konsum sehen. Wenn Konsum nicht mehr Inhalt unseres Lebens ist. Ja gut, sehr gut. Genau das meint er. Genau das meint er. Nicht mehr materielle Werte. Viel mehr Konsum. Musst du nicht sagen. Ja. Verstehst du, das ist super. Und damit hat er in die Fühle der Nacht und so weiter, die hatten ja auch diese Verbindungen, also mit sehr, sehr schönen Sachen. Wunderbar. Wenn, es ist so ein Gedicht. Ihr habt doch diesen Dings, da kannst du reingehen. Es ist ein unglaublich schönes Gedicht. Unglaublich. Das ist ein sehr schöne Gedicht in germanischer Sprache. Sehr zartfühlend. Und wer? Wie heißt das? Novalis heißt der Mann. Novalis? Und ja. Das Gedicht heißt? Wenn die, dass man küsst, statt sich bekämpft und so, kommt rein und so und die Macht des Mondes und so weiter. Diese Sachen mal so ein bisschen mehr. Goethe stand diese romantische Geschichte nicht sehr skeptisch gegenüber. Er war ja ein Ficker, klar. Aber man, warte, so ein bisschen Romantik, man nimmt warte, so. Nein, aber Novalis hat er gelebt. Ja. Ah ja, und zu Recht. Ein Ficker bedient sich der Romantik als stilistisches Element. Ja, mal die. Er kann auch anders. Also, er kann nein, auch sehr rabiat. Nein. Also, er hatte seinen in Italien, sein erster Kontakt sexuell. Der Goethe war jetzt nicht da. Und, allein, ich brauche nicht weit zu gehen. Ich sehe, was wir getrieben haben in den 70er. Der hatte, was weiß ich, in einem Jahr drei Frauen, das waren am Tag. Ungefähr. Ja, und gegen die 90er ab. Und das ist jetzt nicht zu bejahen oder zu bewünschen. Aber Goethe war nicht so doll. Er hatte schon auch mit dieser eine Frau, wo man ihn so beschimpft hat, ja.
die er nicht geheiratet hat, seine bürgerliche da. Na, er hat die bestimmt geliebt, das kann ich mir genau vorstellen. Und war schon. Ich hatte das jetzt so interpretiert. Durch die Liebe? Ja, er war der Liebe fähig. Sagen wir mal so, so ein Typ war das. Er war der Liebe fähig. Lass uns mal nicht was vormachen. Guck mal, das ist die Antike, da muss man nicht viel, 3 Jahre meditieren, damit wir so eine Erkenntnis haben. Ja. Das Offensichtliche sollte wahrgenommen werden. Goethe wieder schreibt darüber. Das ist das Drama, sagt er, der Menschheit. Das Offensichtliche wird nicht gesehen. Es ist so viel Schönheit um uns herum. Das da. Ja, aber auch es instand zu halten, zu pflegen. Ja. Die Schönheit ist nicht nur schön, richtig, sondern man zu muss pflegen. Auch in dir. In mir. Diesen Garten. Ja. Und dann siehst du auch den nächsten. Genau. Ganz sicher. Die Schönheit, um sie wahrzunehmen, du musst sie tragen, habe ich mal irgendwann notiert. Du musst sie in dir tragen. Die Schönheit, da kannst du sie sehen, weil du siehst nur dich in gewisser Weise durch dich. Und um das zu transzendieren, hast du schon auch gesprochen, das ist so eine Frage, die du nicht du machst, dann hat das gar keine Chance. Die Idee ist, die dahinter steckt, ist ja genau so wenig ich zu sein da drin, dass alle Schönheit sich manifestieren mit und durch dich. Und das kannst du wahrlich machen. Aber das muss stimmig sein. Die Zelle muss tatsächlich mit der Natur kommunizieren. Und das hat mit der Ernährung eine Menge was zu tun, was man so isst und so weiter. Das hatte ich reichlich rumgesprochen. Dass wir auch die Formung, dieser Typ da meditiert, ist ein sehr berühmter Typ geworden jetzt auf YouTube und so. Das Gehirn formt die Seele. Das hier formt das Gehirn, das ist eine Wiederhalt. Und die Seele, und das ist so alles eine Geschichte. Ja, aber das ist es doch, das ist die Ernährung. Aber das ist, was wir seit Jahrzehnten sagen, bitte. Man versteht das nicht, verdammt. Das ist ungemacht, das rüberzubringen. Aber davon reden wir. Weißt du, welche eine Kontroverse mit Jens, mit dir, Dirk? Genau darum ging es ja. Und darum habe ich doch gesprochen. Wenn du deine Zelle nicht bedenkst, deine eigene jetzt, du kannst nicht die Welt besser machen wollen. Das ist unsexy. Das ist unclever. Das ist unnaiv ist das. Wenn du was daraus machen willst, du musst eh anfangen. Darum bin ich 30 Jahre Vorkostler, lieber. Und da passieren andere Geschichten als das, was ich dir sage. Und da solltest du sehen, das hätte dir gut getan. Zum Beispiel. Und das ist es ja. Aber irgendwas ist, das Problem ist, wenn wir das auch begegnen, als lebendige Gestalt, da sehen wir nicht mehr. Und das ist das ganze Drama, verdammt, ich weiß. Das ist es ja. Du erzählst den Leuten eine Sache. Die wird belächelt, das wird, aber da bin ich gewöhnt, ja. Und dann erzählen die dir diese Geschichte verzerrt, weil ja nicht gelebt wird, weil solche Dinge, die leben von ihr gelebt sein. Das ist die Idee mit der Biosophie, dass ihr nicht morgen, sondern jetzt hier direkt dies. Aber hier, darf ich dich mal kurz unterbrechen, weil das ist, das Mexiko, das hat mir noch einer gesagt jetzt, gestern, vorgestern, sagte zu mir, geh nach Mexiko, also ich guck das dir an. Würdest du vorstellen, dass du da, wo, ja, das kommuniziert ja alles miteinander, ist doch klar, Mann, das ist doch logisch, das ist offensichtlich ist das, das ist doch keine Geheimlehre oder so. Eros, alles, die Verbindung mit allem, das war das, bevor es zu Zender wurde. Was ist Zender? Eros Zender heißt in Italien. Genug, ja, ja. Du bist noch im Wachstum.
Bedenke. Es ist echt wunderschön, dieser Platz hier. Wunderschön hier, diesen singenden. Was ist das für eine? Für eine, wie nennt man die? Bambus. Bambus, ja. Ist das asiatisch oder? Aber eigentlich ist da oben auch recht schön. Es scheint da die Sonne, da oben auf dem Sonnendeck zu sitzen, ist natürlich auch richtig nice. Ja, man muss sich spazieren. Ja. Ich muss mich aber auch noch mal erinnern, weil wir hier den Beton angerührt haben und dann das Dach gemacht haben. Wir haben noch gebaut und geschliffen und Betten dahin gezimmert.
Oh. Ja. Kannst du sehen. Warte. Warte, warte, warte. Was ist das, was ich so hier mache? Ist das Bier? Ach, Pinzia. Ja, jetzt. Der ja, Tisch. Ja. Könnte so eine Geometrie haben, das so. Ja. Könnte man das mit dem Hand verlassen. Ist das das? Ja, danke. Achso, ja. Ach komm, ja. Das sind die Elemente oder so. Und dann noch im Kreis. Und dann verwandt, egal wo. Und dann so verschiedene Konzepte oder Symbole oder Themen pro Tisch. Und manchmal hat man aber auch irgendwie so mehrere Tische zusammen. Oder so. Und die Tische sind so, dass man hier rollen kann. Sachen hin zu transportieren oder so. Ja. Stände. Klingt nicht schlecht. Das ist alles hübsch. Rollenspiele. Nicht viel. Ja, das. Ja, das sieht halt so an. Ja, ja. Wie das ist zu dem. Ja. Ja, ja, ja. Und das ist wieder zu etwas. Ja. Ja, 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 ineinander. Interaktiv nennt man das alles mit einfachen Wörtern. Das ist eine einfache Bioresonanz, nenne ich das. Ja. Die Idee bei dieser ganzen Geschichte ist, die Verschmelzung, den Titel zu finden, wo alles eins wird. Das ist der Eros. Der Eros ist die Formel des Verschmelzens. Und das ist übrigens, ich würde sagen, das ist die Urreligion. Die Leute haben beobachtet, wie alles miteinander lebt, voneinander. Und das haben sie gesehen, als die anfingen zu beobachten. Das kann man sehr stark annehmen, weil wenn die fähig waren, die Sterne zu über Namen zu geben, und das ist eine uralte Geschichte. Stimmt. Da bin ich ja reingetaucht in die orphische Gesänge. Es ist eine unglaubliche Sache. In einer Periode, da gab es nichts. Da gab es keinen Chinesen, da gab es keine. Wir reden eine uralte Nummer von 13.000 Jahren an. Und das gibt mir zu denken, ja, was dir versucht wird dann. Wenn du den Ursprung suchst, grabe tief, da ist keine Hülle, sondern da ist immer Quelle. Ursprung, ne? Okay. Im Leitenden ist ja auch. Erleichterung. Aber ja doch. Das ist keine spezielle Geschichte. Offene Augen, lichte Augen zu haben. Eigentlich ist es eine sehr einfache Sache, weil du postest auf die Einfachkeit. Nur das ist leider wenige Leute gewöhnt und das ist eine uralte Geschichte und das hat sicher Gründe. Und darum meditieren wir, um die zu finden und das alles möglich zu machen.
Weißt du, mein lieber Michael, um das alles siehst du deine Unternehmung jetzt. Mit den Zeichnungen, mit dem Gedankengut, deine Kreativität, deine Moralität. Da kommt alles ja zum Ausdruck, nicht wahr? Das alles. So zum Beispiel sowohl theoretisch aufklären, das ist nur die eine Geschichte da. Indem man sich mit findet in seinem Stock, ermöglichen, dass eben man so richtig leckere Oliven zu sich nimmt. Richtig. Gute Öle und gute Früchte, ja, genau. Die Lebensmittel, Zufuhr. Da sollte absolut an erster Stelle unsere Augen merken, weil natürlich ist geil eine schöne Pullover und eine schöne Auto ist vielleicht auch geil, aber das Leben, die Lebensmittel, nicht wahr? Die verleibst du doch ein, nicht wahr? Die tust du in dir, nicht um dich. Es ist nicht der Pullover, sondern es ist das, was du einfällst. Verdammt nochmal, ist zu viel verlangt, dass du zusiehst, dass es von bester Qualität ist. Und was passiert stattdessen? Das wird zerstört. Die Lebensmittel. Das ist frappierend. Warum machen wir das anders? Die Philosophie ist die Linie des Lebens. Das ist es ja. Sprichst du Französisch? Nein. Und warum ist der? Warum spreche ich der? Aber Englisch, ne? Sprichst du da in Mexiko zum Beispiel, ne? Nicht Spanisch. Oder Deutsch. Oder Deutsch, ja. Gab es viele, die Deutsch machen? Ich weiß, die sind grausam manchmal. Einfach verkorkst. Die sind verkorkst, ja. Der eine Typ. Verstrickt. Und ich sage das nicht gerne, sagte mir der eine Typ. Sag mal, was ist denn passiert, sagte er mit dem Typen. Wie Automaten. Und wenn die sich allerdings können, siehst du, die Bereitschaft ist ja da. Da strahlen sie sich an, diese ganze leuchtet in deinem Kopf zum Beispiel. Aber sonst sehen die nicht rechts, nicht links. Ey. Merkwürdig. Nette Pübel eigentlich. Und die zu transformieren, manchmal gelingt es mir. In demselben Moment, wo wir uns begegnen. Jetzt vergisst du das Schreibzeug und gibst du dich ganz hin, Michael. Du lässt das eine Weile und du gibst dich ganz diese Gehör des wunderbaren Musik hier. Von meiner Sache, dich hinzugeben, ist die Einheit. Ich glaube, das ist das mit dem Tieren. Das ist, was die Buddhisten versuchen, ja, mit dem Aufmerksamkeit. Nummer, das ist es ja. Da zu sein, wo du bist, da zu sein. Voll in diesem Blut.
Bitte aufzugeben. Aber ist noch nicht das die innere Freiheit? Kannst du es vielleicht da wegwerfen? Das ist alle Dank. Du hast viel geschrieben. Kann man nicht mehr so lesen. Der. Ja. Energie für die lebendige Geschichte durch die globale Gesellschaft. Ja. So allein auf einmal. Eine Einsicht hat. Ja. Und dann verschmilzt etwas, dann ist das eine neue Lebensform, die man dann richtig irgendwie. Und diese Lebensweisheit, wie das sich aufbaut, wie das ist und was man konnte, machen konnte, wie man das hier fördert oder hindert. Und das ist genau, was man da, um tatsächlich so eine glückselige Geschichte mit seinem Leben anzufangen und nicht eine Defizite, weißt du, so, nicht eine defizitäre Methode, aber das ist. Hallo Dirk, mein Gott, es ist so schön draußen. Super, super. Aber ein bisschen Wind gemacht. Ja. Ja. Der singt unerhablich, dieser Kerl. Ja. Lass dich ein. So schöne Noten. Mhm. Und das bei den eckigen Häusern. So schöne Noten. Goethe. Noten und Noten, tatsächlich. Du als Paläontologe. Das mit der Musik, im Griechischen ist das eine geile Nummer natürlich. Pass auf jetzt. Musik. Muse. Das Wichtigste. Mi ist es. Du würdest dann, pass auf. Du sagst Musik, du verstehst das Wort. Du sagst Musik, weißt du. Pass auf, du bist immer in dasselbe Wort übrigens. Und wie gesagt, Mises, was ist auch das Wort. Das heißt Einweihung. Das heißt, er versucht dir durch die Musik einzuweihen. Versteht man das, Mann? Das ist aber die Urnatur und das haben wir vor unseren Füßen. Und das suchen wir in die Ferne, alles ist da. Das ist Mangel an so einem Wissen, dass man natürlich den Grund versucht, nicht zu verbergen. Also, das ist nur auf. Das beste Versteck ist direkt vor deiner Nase. Ja, ja. Da sagt ja Goethe, wenn er sagt, das Drama, und damit er dramatisch meint, sagt er, das Drama mit dem Menschen ist, dass er nicht das Offensichtliche zu sehen vermag. So was. Genau das passiert. Und da seid ihr Tausenden. Also die Einweihung war, dass die Leute sich gegenseitig beigebracht haben, wie man in allem eine Liebe sieht. Ja, man, die haben miteinander gelebt, nicht gelebt. Und das ist die Motorik gewesen. Das hat versucht, der Spitze auch klar zu sein. Wir lernen entsteht überhaupt. Und das entsteht nicht mit dem Computer, sagt der Spitze. Sehr, der macht eine gute Arbeit. Und das, was er durchzieht, ist das, was wir 40 Jahre sagen, exakt das. Es ist genau das. Ey. Großartig. Wenn ich ein Spitzer wäre, könnte ich das auch. Spitzer, Spitzer. Spritz, ja, alles, was sich reimt, schon was richtig was, alles, was reimt, ist irgendwie grundsätzlich, ist da was dran. Der große Buch, was hat er denn da gesagt? Was sich reimt, ist gut. Ja.
Den Pfungel. Wer hat das denn gemacht? Was war das, 70er Jahre oder waren die das schon davor? Ja, 80er, ne? Diese bayerische Nummer war das doch, oder? Sehr sympathisch, sehr wunderbar, ja, ja, ja. Ja, der da. Stimmt, ja. Heron von Atlantis. Ja. Ich habe das. Ja. Mit Disney. Ja. Pneumatiker. Ja. Ich weiß. Eine der ersten Wasserautos. Ja. Und nicht die Pneumatiker. Da gibt's eine tolle Geschichte. Die waren ja verbunden, du musstest sie zusammenhängen, musst du fassen. Die waren ja verbunden, Pneumatiker, weil das war ja der Timus, drum heißt das so, Timus. Klar, Timus heißt ja Befindlichkeit. Den Seelischen nicht unverwandt, nicht von dem Klang, aber von dem Inhalt. Ach, und dann wird das magisch machen. Das ist übrigens. Ich meine, wie das ist. Richtige Liedzunge. Oder die richtige Tonabfolge, um im Gehirn irgendwie wieder bestimmte Bereiche einrenken. Die Harmonie lernen, wenn man das, was du beschrieben hast. In der Tat, das ist es ja, wenn das bestärkt ist durch Musik von Musen. Ja. Musik eingeweiht zu sein werden, durch die Musen eingeweiht zu werden. Mises. Ja. Alexander war das übrigens, und zwar in so einem, ich hab's gesehen. Mit Alexander. Natürlich. Der man im Licht steht. Der Typ, der, das war eine der coolsten Säuen, die je geboren werden konnte. Er hat echt transformiert. Mit dem Theater und dem Museum und das alles ist. Welcher Alexander? Der Große. Muss man kurz das noch. Das war eine coole Sau, der Alexander. Der hat das wirklich sehr gut gemeint. Eine zivilisierte Gesellschaft, wo es eben kein Neid und keine, was weiß ich, und keine, wo wirklich eine Bruderschaft, das hat er versucht. Das schreibt ein englischer Philosoph. Ein Gentleman, der kann nie wieder geboren werden. Da musste diese Grandezza, die kann, wer soll das machen? Doch nicht der Friedrich II. Das geht nicht. Und die Italiener, da gibt es nicht viel. Da kam so einen Typen, die Spätrenaissance. Da gab es einen Typen. Und so ein Mensch konnte natürlich, das ist wiederum. Warum denn dann? Das ist 1500 in etwa. Anfang 1500 in Italien, wo die Medici sehr stark sind. Für die Geschichte übrigens. Da ist aufgeblüht, aber weißt du so, diese berühmte French Renaissance, was Goethe immer wiederholt und Nietzsche auch. Ja, bestimmte Wortabfolge. Sind das auch? Sind die Gespräche, die man hört? Ist es die Musik, die man hört? Ja. Das muss beides sein. Und das ist auch wieder so die Geometrie. Und die Aktion sind. Das, was die essen. Und das Essen. Ja. Und die Ruhe. Und die Ruhe. Und die Luft. Und die Bewegung. Und das Tanzen. Ja. Ich vermag meine Götter, die nicht zu tanzen vermögen. Und dann. Und wenn es Götter gäbe, wie konnte ich das aushalten, keiner zu sein? Frag dich nicht zu. Ja. Das ist gut, das sage ich dir nur, dass es, weil es ist identisch, so fühle ich. Ja, so halt vielleicht. Ja, weil ich denke, das ist alles okay. Das ist einfach eine ganz besondere Zeit. Sachen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, die Erkenntnis erzeugt wird.
als transformierende Sache, wo man dann in der Zukunft dann weiß, was man machen kann. Und dadurch sieht man einfach, wie wichtig jeder einzelne Leidensform irgendwie ist. Dass da Leid oder dieses Gefühl der Nicht-Vollständigkeit entstanden ist. Und dann irgendwie, dass sich das spiegelt in diesem Moment. Ne? So wunderbar. So wunderbar ist hier der Moment. Wunderbar. Dann ist keine Leid mehr da. Nicht darüber reden, erleben. Das Ende. Das ist dann, das meint, das Sehen ist das Tun. Hast du noch Verliebung gemacht? Well, wunderbar. Sind das deine Gedichte? Lest du das uns vor? Die Gedichte der Welt. Ja, meine ich. Wann wirst du die uns vortragen? Oh ja, er soll. Ja, irgendwie, das ist ein Papier, was jetzt irgendwie wie ein Flugblatt. Ja, ja. So. Mit dem Papier gibt es verschiedene. Und da steht das drin, dass man sich an Plätzen trifft. Ja, 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 ja. Das verstehe ich. Ja, ja. Ich gucke rein. Ich gucke rein. Das kann ich mitnehmen, hoffe ich, oder? Ich weiß nicht, ob dann. Ja, ich frage. Ob noch eins ausgedruckt ist. Ja, 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 ja. Das ist gut. Ne, das. Das ist wie ein Code. Ja. Code? Ja. Code. Wo ist der Unterschied zwischen, nee, du, God,
Und Gott ist die Scheiße, meinst du? Ja. Wie kommt beides aus dem Anus? Kommt beides aus dem Anus. Der Code kommt nicht aus dem Anus. Was soll das denn? Das hat gar nichts miteinander zu tun. Doch. Das war nichts miteinander zu tun. Das klingt nur akustisch. Ja, ja, ja. Das war seine... Verzeihen. Das war seine sächsische Ungestimmtheit. Denn die Sachsen, das hat sie ausgezeichnet. Ungestimmtheit. Übrigens die... Der Code. Die Sachsen sind echt in Wendig. Das ist gut. Das ist gut. Und die Leute, die ich getroffen habe, da, boah, die waren so nett. Ey. Unglaublich, so freundlich. Ja, ich helfe. Wir Sachsen. Das ist gut. Sie haben dann genau das. Wunderbar. Und ihr Jäckel belangen. Ich gehe spazieren. Das ist schon Sonnenschein. Ich bin hier drin die ganze Zeit. Ja, ja. Genau, geht's dann rein. Ich drehe auch eine Runde. Super. Ja, na klar. Komm ich mit.